Nee, du musst auch hier weg. Du nimmst von hier die Eisenplatten. Du nimmst von hier die Zahnräder. So, wir müssen jetzt mal richtig einstellen. Ne? Da. Und dann nimmst du von hier unten, oder von hier unten nachher die Chips. Ach, du gute Güte. Nee. Geht auch nicht. Okay. Lassen wir das. Wir sollten erstmal uns darauf konzentrieren, dass wir die grünen Chips hinbekommen. So. Also. Zahnräder, Zahnräder. Ich brauche Draht. Und ich brauche mehr Fabriken. Kein Science-Ding. Fabriken. So, bau gleich 5 davon, was soll's. Also, Zahnrad, Zahnrad. Hier Kupferdraht. Du nimmst bitte von hinten. Ding, 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 ding. Kupfer. Was machst du draus? Kupferdraht. Und legst es dann. Ja. Dahin, wo jetzt die roten Science Packs sind. Rote Science Packs kommen jetzt nicht mehr hier lang, sondern werden hier irgendwie unterirdisch woanders hingebracht. Haben wir noch unterirdische Dinger, Bummer? Ja, da. Da, da und weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. So, also haben wir hier Zahnräder und Draht. Was sich staut und hier unten ist jetzt alles komisch. Das sagen wir mal alles einfach ein. So. Braucht Advanced Electronics? Ja, es braucht grüne Science Packs. Ja, Bau. So. Okay, also Draht wird hergestellt. Eisenplatten und Draht. Das heißt, wir könnten hier drunter schon eine Fabrik bauen für Chips. Hier zum Beispiel. Die nimmt sich... Ich brauche Ärmchen. Stopp. 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 Bau Ärmchen. So. Achso, da hinten waren welche. Nee. Du nimmst dir von da Eisenplatten, du nimmst dir von hier Kupferdraht und stellst daraus her Ärmchen. Quatsch, grünen Chips. Und legst die dann da hinten hin. So. Okay. Grüne Chips, sehr gut. Grüne Chips werden gebraucht von den... Oh Mist. Grüne Chips werden gebraucht von den... Ärmchen. Wir müssen die Ärmchen irgendwie hier hinten hinbekommen. Was kriegen wir hin? Du stellst her... Ärmchen. Du nimmst dir von da... Die Iron Dinger da. Du nimmst dir von hier Eisenplatten und du nimmst dir von da hinten die grünen Chips. Zack. So, dann legst du das Ganze. Ich brauche nochmal so ein rotes Ding. Dann machen wir hier ein Untergrundfeld. Braucht mehr Untergrund, die Splitter-Dinger. Ne, die da. Kein Splitter. Da, da. Du nimmst es von da, tust es dahin. Da kommt es rauf. Geht in Untergrundding, geht dahin. So, richtig? Ja. Ja, so oder so ähnlich hatte ich mir das vorgestellt. Ich habe nur keine Ahnung, wie das jetzt hier alles kaputt macht, weil ich kann jetzt hier keine Fabrik hinstellen. Was doch ein wenig doof ist. Aber müssen wir später gucken. Erstmal ist nur wichtig, dass die jetzt hier ankommen. So, und hier draus können wir jetzt grüne Science Packs machen. Also, gib mir eine ganz normale Fabrik. Gib mir hier das da. Und irgendwas ist hier komisch. Genau, da... Da muss eigentlich noch so ein Fließband lang, ne? So. Okay, jetzt brauche ich wieder 2 von den roten Ärmchen. Dum, 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 dum. Und die nehmen von da hinten und von da hinten die Dinger. Und machen daraus bitte... Was? Achso, ja doch.
Transport Belt und Insert. Ist alles gut, ist alles gut. Stellen daraus her grüne Science Packs und die grünen Science Packs müssen jetzt ebenfalls irgendwo in die Richtung gebracht werden. Das heißt, ich stelle jetzt hier neues Fließband her, wo nichts drauf ist. Stein ist ja hier erstmal zu Ende. Stein ist fertig. Okay, mache ich hier einen Knick. Lass das da lang laufen. Habe ich noch Untergrunddinger? Nein, natürlich nicht. Da, baue Untergrunddinger. Da runter, da hoch, da runter, da hoch. Lass die hier lang laufen. Auf der Höhe. Da hoch, unter jedem Pfosten müssen die jetzt runter und wieder hoch. Da werde ich ganz viele Untergrunddinger bauen müssen. So. Bis sie dann hier oben ankommen. Auf. Feierbei. Runter, hoch. Runter, hoch. Runter, hoch. Ist noch kein einziges Ding rausgekommen, ne? Nee. Du Ärmchen. Kein Strom, Ärmchen. Strom. Gib mir. Da. So einfach irgendwie. Wohin das Ding funktioniert. Ordentlich aufbauen können wir das Ganze später. Warum meckerst du immer noch? Haben wir ein Stromproblem? Achso, du bist gar nicht richtig angeschlossen. So, jetzt. Also, grüne Tränke kommen, gehen hier runter, gehen hoch, gehen runter, gehen hoch. Fahren hier rum, hier rum. Hier. Du. Da, 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 da. Und hier können die jetzt auf der einen Seite rote, auf der anderen Seite grüne in den Sonnenuntergang fahren. Okay. Du. Da. Da. Ich glaube, ich mache einfach die Forschungsdinger hier hin. Hier oben. Wer sagt denn, dass die Forschungstränke alle von oben nach unten fahren müssen? Das heißt, ich baue jetzt die Forschungszentren unten ab, baue die hier oben hin und dann passt das. Ja, du weg, du weg, du weg, du weg. Haben wir hier auch wieder mehr Platz? Und dann müssen wir weiter gucken. Also ja, ihr merkt schon, das ist eine ziemliche Friemelarbeit hier, bis das alles so weit hinhaut. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Oh, warte mal. Theoretisch laufen hier zwei Fließbänder lang, die sehe ich nur noch nicht. Also wir brauchen ja noch eins für die hellblauen und die lilanen. Also, ne, da. Das heißt, ihr müsst da und da hin. Und dann schnappt ihr euch jetzt mit langen Ärmchen die Sachen, die ihr braucht. Da und da. Nimmst du dir auch grüne? Dazu müssten erstmal noch grüne ankommen. Da kommt ein grüner. Komm schon, schnapp den grünen Trank. Schnapp den grünen Trank. Ja. Gut, also das funktioniert schon mal, staut sich noch nicht besonders weit, weil nicht genug Fließbänder da sind. Aber das kann ich ja, ne? Einfach hier mehr abholen. Zack. Oh, es werden aber sehr langsam Fließbänder hergestellt. Wo ist das Problem? Eisen. Achso, hehe. Doch, Eisen wurde angeschlossen. Es kommt irgendwie nur nichts mehr an. Wahrscheinlich sind die Schmelzöfen einfach ohne Kohle. Oder es kommt kein Eisen mehr an. Jo. Erstes Feld ist alle. Ah, war nur eine Frage der Zeit. So, du. Dahin. Fließbänder. Ganz runter. Ganz hoch. Und bauen wir noch eins davon. Oder zwei davon, dass wir nicht wieder in die Verlegenheit kommen. So schnell. So, dich dahin. Strom. Strom.
und dich dahin. So. Da dürften die Schmelzöfen jetzt hinterherkommen. Trotzdem sollten wir die alle einmal auffüllen, was Kohle angeht. Wenn wir Kohle hätten. Also, Kohle. Kohle rein. Kohle rein. Kohle rein. Kohle rein. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir später die elektrischen Schmelzöfen haben. Wobei die ja ihre eigenen Probleme mit sich bringen, ne? Nämlich tierisch viel Energieverbrauch. Aber gut. Energie sieht bei uns ja noch vollkommen in Ordnung aus. So. Also Forschung läuft tierisch langsam. Keine Fließbänder. Wir haben keine Fließbänder, weil wir keine Eisenplatten haben. Die Eisenplatten dauern jetzt 10 Minuten, bis die hier unten ankommen. Ja, haben wir noch irgendwo einen Vorrat? Die Kiste da, ne? Komm mal her. Unser Notgroschen quasi. 670 Platten. Das ist doch gut. Die dröseln wir einfach direkt hier rein. Zack. Ein Stack davon, dann passt das. Du kriegst davon auch noch einen Stack. Du kriegst auch noch einen Stack. Sehr gut. So, jetzt kommen auch wieder grüne Tränke. Die grünen Tränke fahren wieder ganz rum. Die Forschung geht weiter. Alles ist gut. Okay. Was brauchen wir als nächstes? Wir haben jetzt schon mal die Fließbänder, die normalen. Wir haben die Ärmchen, die normalen. Wir haben die grünen Chips. Und alles, was man braucht, um grüne Chips herzustellen. Fabriken, die Fabriken herstellen? Nein. Andere Ärmchen. Weil ich glaube, für die hellblauen Science Packs, die wir noch gar nicht brauchen, für die bräuchte man die Smart Inserter, war das, glaube ich. Also bräuchten wir später auf jeden Fall auch Fabriken für Fast Inserter und für Smart Inserter. Aber nee, das ist mir gerade gar nicht so wichtig. Munitionsfabrik haben wir unten schon. Ich denke, wir werden eh mittelfristig auf Laser umsteigen. Oh, Radar. Stimmt, ich habe noch gar keine Radaranlage gebaut. Brauchen wir mal zwei Stück davon. Dass wir wenigstens eine Chance haben mitzubekommen, wenn direkt neben uns eine Basis aufgemacht wurde. Hau mal hier hin. Ja, also in dem Bereich müssten wir alles sehen und hier drumherum kann es ab und an mal eins aufdecken. Das heißt, ich baue jetzt noch hier an dem linken Ende eine hin und dann sollte das erstmal okay sein. Hier so. So. Ein bisschen Abdeckung. Okay, was machen wir in den nächsten Folgen? Wir werden uns primär damit beschäftigen, zu gucken, wo Ressourcenmangel ist. Also zum Beispiel, ob zu wenig Zahnräder produziert werden oder zu wenig Kupferdraht und dann dementsprechend Fabriken hinbauen. Allgemein könnten wir alle von diesen einfachen Fabriken auch umstellen auf die besseren Fabriken. Und dann ziehen wir einfach weiter unsere Fließbänder nach unten und versuchen das alles miteinander zu verknüpfen. Weil bisher scheinen wir ja Ruhe zu haben. Ich denke aber, ich sollte am Anfang der nächsten Folge einmal kurz hier runterlaufen und gucken, ob hier noch feindliche Basen sind. Weil unser Smog... Oh, und hier oben. Weil hier könnte eine Basis sein, die die ganze Zeit schön Smog schnüffelt und Medium-Beißer produziert. Das wäre nicht gut. Also den Bereich hier oben abchecken, den Bereich da unten abchecken. Und wenn da eine Basis ist, haben wir ein Problem. Wenn nicht, dann können wir weiter unsere Basis ausbauen und eventuell mit der Mauerproduktion anfangen, um dann hier und da zuzumachen zum Beispiel. Unten wird ein bisschen problematischer, aber das gucken wir dann. Also bis gleich.